Ägypten, eine Zeitreise durch 5 Jahrtausende. Folgen Sie der Lebensader Ägyptens, dem Nil. Nach Süden hin wird der fruchtbare Streifen des Niltals immer schmaler. Immerhin sind 90% des Landes Wüste. In der Wüste gibt es keinen Tropfen Wasser, auch wenn diese Fata Morgana das vortäuscht. Geröll, Gestein und Sand erstrecken sich über eine gigantisch weite Fläche. Eine Jeep-Safari bringt sie für ein paar Stunden in diese eigene Welt. Im Beduinendorf leben mehrere Generationen als Großfamilie. Beduinen-Scheich Salem el-Mugaria, der Chef des Clans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich bin der Scheich dieses Stammes. Ich habe 13 Kinder und 3 Frauen. Wir sind 12 Familien und die Wüste ist unser Lebensraum. In die Stadt gezogen ist noch niemand von unserem Stamm. Wenn einer von uns das Dorf verlässt, dann um zu einem anderen Stamm zu gehen. Wir werden weiter hier leben, solange der Brunnen uns Wasser gibt und solange es Allah gefällt. Die Wüste offenbart ihre Reize erst auf den zweiten Blick, aber dann ist sie faszinierend schön. Und sie ist unsere Heimat. Vielleicht ist es gerade diese besondere Kargheit der Landschaft, die selbst den in den Bann zieht, der die Wüste nicht als Dauerwohnsitz, sondern nur als Urlaubsziel wählt. Salam alaikum an die Menschen aus der ganzen Welt. Bei uns sind alle Besucher immer herzlich willkommen.